Hallo Freunde, heute wieder eine neue Episode von Big Reacts Powered by Omen. Heute ist mein schöner Gast Nico Obnox, besser bekannt als Obnox. Ja, wir sind heute mit dem Spiel gegen Team Kesso dran. Also wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird. Wir hatten schon mal gegen sie gewonnen. Aber ja, wie ihr wisst, bin ich ein großer Fan von Atmik mit 1. Deswegen gucken wir uns das Game an. Ich persönlich war aber sehr guter Dinge, weil ich dachte mir noch, dass wir in einem guten Groove waren, Ja. weil wir die letzte Map so gut gewonnen Ja. hatten mit Clutches und so weiter. Und deswegen steigen wir mal ein. Erste Map war Bind. Und 2 gegen 3. Ja, der nächste Kill entscheidet. Der spielt das gut, aber der spielt ja auf Ja, Timing. Ich ja, gebe ihm ja, einen ja. Burst minus 80, leider Ich nur. habe ihn noch geburstet. Der ist 37 HP. Oh, aber Nein, flippt der gut. das war Aber wie so schnell das in close. dem Spiel geht, ne? Wie Ja, schnell das in ja, dem ja, Spiel, dass man ja, es droht. Oh, guck mal, der hat einen Knife ready. ja. Ah, für Hooker, genau. Deswegen, du. Ja, da machst du nichts, Alter. Ne. Oh, das ist eine schwierige Situation für Ja. Alex. Eins. Oh, boah, aber Fahrt ist da. Boah, dass Alex aber den ersten dort macht, Ja, das ist ist. gut. Die hätten den dort naden müssen, Oh, aber okay. genau, das war so der erste Hold. So hat das Spiel angefangen. Ich erinnere mich noch jetzt. Okay, du bist gechoked. Ja, genau. Ich mach den Admic ein bisschen. So, wer tötet den letzten? Wir haben schon einen guten Flank bei Aslan, hat ein bisschen Timing. Ja. Und das ist immer wichtig, mal die erste so, weil guck mal, wie gut die Eco, da sieht man jetzt eigentlich, das ist eine Key-Sache. Ja, jetzt Die haben die. Eco hat absolut gesessen. Ja. Absolut Wir gesessen. haben kein Geld. Und auf einmal sind wir jetzt im Spiel drin. Jetzt kommt die Wall und die Ulti. Boah, die Ulti ist so stark, Ja, Alter. die ist wirklich sehr gut, Mann. Alex macht den ersten Kill. Jetzt so. Du hättest verschieben müssen, weil ich bin noch da. Was passiert jetzt hier? Ich glaube, wir haben jetzt nur noch Dings Exit Tracks gemacht, ne? Nee, wir müssen eigentlich die Runde gewinnen. Ja, Also wir stimmt, haben auf 3 jeden Fall gegen einen 2. Vorteil. Weil der wirft die Molo, wir wussten, dass der kurz ist und der kassiert. Hast du Shut vergessen, dass ich cheate? up! Das hast du wohl vergessen. Und da bist du Wow, da. let's go. Und wie ist der Retake? Das haben wir auch im Training ein bisschen trainiert, dass wir diesen Retake mal ganz locker angehen. Auch Ja, mal ja, ja. Im Training haben wir gesagt, ey, wir verlieren dann auch mal Runden, dass wir zu wenig Zeiten, aber wir müssen das reinbekommen, dass wir so ein bisschen uns nicht Ja, stressen. ganz auf easy. Genau. Das haben wir trainiert Ja, dann. ja, ja. Und das wurde dann immer besser, immer Immer besser. besser. Klar verliert man dann mal im Practice ein, zwei Runden, wo, ach, jetzt hat die Zeit nicht mehr gereicht, Ja, aber ja. so lernt man Aber das so lernt halt. man das, ja. Aber ich glaube, wenn ich Aslan bin, dann campe ich die ganze Zeit hier links, oder? Hier. Ich warte eventuell noch auf den zweiten Frag, Ja, ne? und ich ziehe die ganze Zeit hier hin. Aber den hat er Boah, noch. was? Boah, Das ist ja so okay. unverdient, geil! Ach, jetzt, oh Mann. Ey, ich bin so dumm gestorben. Ich habe mich so aufgeregt in dieser Szene. Spektre. Schon zweimal in den ersten Runden, Alter. Aber wir hatten die. Ah, stimmt, das war diese, wo wir die Bombe hatten. Und ich sag so, Scheiße. Ja, Alex! ich habe gedacht, die kommen noch von CT Ich jetzt. sag so, Alex, steh so, dass du nicht gebankt wirst. Und er steht in dem offensichtlichsten Engel, den man stehen Ah, kann. shit. Ich sag, steh in den. Aber er hat Shotgun. Ja, aber ist doch egal. Das ist doch Ah, der offensichtlichste Engel, okay, ja, der dich. stimmt, das stimmt. Und Nico hat noch eine Molotow, Freunde. Fuck, die kommt viel zu spät, Mann. Und alle, Aslan zieht da rum. Warum zieht Aslan rum? Nein. Oh mein Gott, was machen wir hier 24 alles HP. falsch? Ah, warte, das ist die erste Klatschrunde, die wir holen. Ich glaube, das ist eine wichtige Runde. Du machst den Kill. Es ist 2-on-3. Und jetzt 2-on-2. Aber einer ist ein bisschen low, der war angesagt. Jetzt muss ich mich hier gut bewegen, genau. Der hatte noch Ulti an, die habe ich Jiggle. abgewartet. Jetzt höre ich den, Und jetzt pre-aim bam. den und dann. Bam. Ja, das war nice. Aber guck mal, die resten 3-on-3. Sehr schwierige Szene eigentlich für Ja, uns. ja. Weil die haben noch. Was passiert jetzt hier? Der eine wird revealed, gelegt. Ich weiß nicht, warum der mich vergessen hat. Oh. 2 gegen 2. Oh, 1 gegen 2. Boah. Boah, ich bewege mich sehr Du gut. hast das geklatscht. Bam, Wandy. Boah, Boah. das ist clean. Das ist clean, Mann. Boah, das war sehr Das ist wichtig, sehr clean. Alter. Wir haben schon zwei wichtige Das ist Klatsches sehr jetzt clean. geholt. War wieder tun du Stimmt. nur. Ton tu. Bam. Boah, das habt ihr perfekt ausgespielt. Patz. Schock. Dart. Boah. Ja, Aber bitte, geiles Movement, Mann. ja. Hinweg. Atmik mit 1. Da kommt Gorbelande, zack. Der eine jiggelt, der andere kommt vorbeigesprungen mit Chalk Dart.
Wie weiter? Ich denke aber, dass es misplayed vom Bishop hier. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder komme ich mit Bishop, ich mollow da rein noch und dann haben wir safe. Und dann aber er hätte slowen müssen, Mann. Slowen, ja, weggehen. Hat er noch einen Slow? Ja, er hatte noch einen Slow. Scheiße, nein. Schäfer, der hätte jetzt schon durchgezogen. Ja. Ich hätte Probleme, ne? Kann ich mal Hälfte machen. Boah, wie schnell das runtergeht. Und dann GG. Er wusste genau, was abgeht. Er hatte keinen Bock mehr. Und so haben wir dann. Die läuft ja noch am Ende sogar rein. Ja, ja, auf Tiltbasis. Auf Tiltbasis läuft er rein. Geil. Aber viele lucky Runden, würde ich sagen, auch. Ja, safe. In Valo musst du klatschen können. Ja. In Valo musst du klatschen können. Und so gewinnst du Games. Boah, das ist eine gute Runde von mir. Ja, guck, ich bin da so rausgegangen. Ja, da, wo ich hier reingeflasht habe, wo gleich, ich nicht geflasht habe. Ja, aber ich hatte Angst, weil guck, du wirst sehen, der könnte sich vor der wegdrehen. Siehst du, das ist schlecht. Ja, lieber nicht so. Aber wenn du sie an die Ecke da wirfst, dann spiele ich mit der. Hier in die Ecke? Hier in die Ecke, da explodieren lassen. Ich weiß, er kann sich dann davon wegdrehen, aber ich spiele mit der dann. Und er wird von der fast nicht blind, weil er zu nah sein kann. Mhm. Aber egal, ich bin hier ein bisschen tilt. Gib dem dafür Gesicht. Den gibst du auch Gesicht. Den gebe ich auch Gesicht. Boah, gibst du dem auch Gesicht? Ich habe zwei Bullets, aber er wurde von Bishop gerefragt, das war gut. Und jetzt ist eine Key 2-2. Wenn wir dieses 2-2 gewinnen, gewinnen wir Game. Ja, das war gechoked, Mann. Shit. Nein. Shit. Und dann habe ich angesagt, ey, weil ihr spät reagiert habt, kann noch einer B hinten drin sein. Ja. Den haben wir akzeptiert, haben die Wall dort eingesetzt, die können nicht mehr rotieren. Und wir wissen, obwohl wir dachten, dass der B-Spot frei ist, dass immer noch einer hinten drin sein kann. Aber dass der Typ sich nicht umdreht, ne? Der Typ hat gar keinen Sound, also, ist okay. Bro. Der hat keinen Sound, Mann. Was soll er machen, Alter? Er hat einfach so Musik gehört. Er denkt sich so Echo. Er braucht so Hardrock. Headshots drücken. Boah, ich hätte ihn gerade gekillt. Ich weiß nicht mal, ob ich noch einen getaggt habe. Da sind noch zwei Side, okay? Aber wir wussten das eigentlich. Weil die Sage hat gewallt, weißt du? Ja. Aber die Sage macht ein gutes Gesicht, Alter. Ja. Weil das hat er noch zwei holt. Boah, der wollte noch resten gerade. Ja. An die Runde holst du. Ich dachte, Market. Der wurde noch gecallt. Von hinten oder so, ne? Ne, wir wussten nicht ganz genau, wo der war, aber irgendwie Market und dann war die Call irgendwie vielleicht doch nicht oder so. Ja. Okay, jetzt brauchen wir endlich mal eine Pistol, damit wir nicht das Comeback des Jahres machen müssen. Shock Dart in too slow. Ja. Gucken wir mal, die gehen aber schnell kurz. Boah, nein, ich gebe gute Gesichter, wir gewinnen das die. Das habt ihr perfekt gehandelt auf A. Perfekt. Patz. Ich denke mir so, scheiß drauf, wenn ich tot bin, gebe ich noch ein Revier, damit die nicht rauslaufen können. Und der kassiert jetzt ein fettes Gesicht von mir. Pack, im Laufen. Boah, die kriegen gute Gesichter jetzt. Wir haben hier ein bisschen dann mit Eiern gespielt. Ja, das ist richtig. Gutes Aiming jetzt hier. Bam, bam, bam. Relativ cool geschossen. Boah. Schön drauf, Deathmatch. Ich hatte nicht mehr so viel Schuss. Boah, Frenzy, ich hatte leider nicht mehr so viel Schuss. Da war Confidence hoch 1000. Okay, Hassan fängt direkt A an. Das ist gut. Aber die haben Knife. Das ist ja, okay, das ist. Aber der geht trotzdem rum. Er geht trotzdem rum. Boah, über Kopf minimal. Boah, ist der hundedreist, Alter. Ja, ja, der piekt nochmal rein. Der holt noch einen. Was? Der hat noch einen gekillt. Alter, der hat noch einen gekillt. Sind die Till. Guck mal hier. Jetzt kommt noch Ult, Batz, 2 minus 80. Und jetzt Alex hittet wieder diese. Ja, das ist immer perfektes Timing von ihm, ne? Boah, das Alter, ist so gut. Explodiert. Aber du hast schwierige Szene jetzt, ne? Ja, ja. Guck mal, die haben da so drei Smokes in der Line. Aber wie ist er denn revealed? Er ist nicht revealed. Natürlich. Guck dir einer. Null? Du hast wahrscheinlich. Super revealed. Ja. Boah, von überall, Alter. Der Global Presence. Die haben einfach so zwei Jet Smokes gemacht und drei Brim Smokes. Boah, so. Wie gewinnen die Runde? Ja. 5 on 3? Ja. Guck, was die Smokes gemacht haben. Wer rastet jetzt aus? Oh, Bishop, ne? Bam. Bishop muss ausrasten. Oh, der war revealed. Der war revealed. Ja. Genau. Und 3 gegen 3. Und wir haben Revive.
Boah, wie knapp. Boah, ich hab da alle Flashes sofort reingeballert, ne? Erste. Zweite. Nein. Ja, ah, das tut weh, ne? Aber dann Bishop mit dem Klatsch. 4K. Boah, was passiert da? Was? Der geht Big irgendwie Balls in seine Ulti rein. Oder irgendwas. Ach nein, der will ihn holen. Ja, ja. Und deswegen hat er die Waffe und dann, keine Ahnung, was da passiert, aber irgendwie lacken wir. Ach du Scheiße. Boah, dieses, ach, ich erinnere mich. Ich habe einfach nicht gecheckt, dass CT gewollt ist. Ja, so CT ist gewollt, okay, macht's auf. Okay, okay, wir beruhigen uns, wir beruhigen uns. Was machen wir? Weißt du, wie ich ihn töte? Ja. So, ich reade ihn. Okay, der war nicht so geplant. Aber ich reade ihn hier, gutes Gesicht. Boah. Und Shotcut. Bam! Bam, okay, das ist der nächste. Und dann... Boah, ich handle das sehr gut jetzt. Alex hat die Runde gewonnen hier. Dass er sich revealen lassen hat. Ohne Scheiß. Guck hier so, ich mach den Play. Ja, das ist auch geisteskrank. Ist einfach raus. Den habe ich noch low gemacht und danach spielen wir. Let's go. Bam. 13-11. Woo. Easy. Aber was für spannende Spiele. Ich will gar kein Big Fan sein, Alter, wenn ich mir so überlege. Also waren sehr krasse Comebacks. Ja, auf jeden Fall. Krass. Also die Spiele machen auf jeden Fall Bock. Ich glaube, ja. Da haben wir, da stehen wir dem CS-Team im Nichts nach, dass wir da so viele knappe Games mit Overtimes und so haben. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Episode, Freunde. Ciao, ciao. Macht's gut.